Herzlich willkommen heute Abend hier in Hamburg, Ali Kidi. Herzlich willkommen, welcome José, La Pantera Laruet Gomez. It was a clean fight. You go about 10 rounds. Back to your corner and good luck. Also, interessantes Stallduell hier. José Angel Laruet. Box für Ismail Özen Otto und Ali Kidin für Ahmed Öner. Und ja, beide werden hier zusammengeführt. Und mal schauen, wie es weitergeht. Beide mit einer enormen K.O.-Quote, 70% bei Gomez und noch besser bei Ali Kidin, 83,3. Also, wo es einschlägt, da funkt's. Und da kann es ganz schnell rum sein. Na, guter Start hier von Laruet in der blauen Hose. Der natürlich im Mörderschlag war. Einige Zeit aus dem Gefecht. Da ging es hier um seine Aufenthaltsbewilligung in Deutschland. Das hat jetzt alles geregelt. Er kann wieder trainieren. Hat seinen letzten Kampf erstmals nur nach Punkten gewonnen. Aber das war auch daran geschuldet, dass er eben schlechte Vorbereitungszeit hatte. Und jetzt ist wieder alles in Lot. Und bei ihm läuft es wieder wie gewohnt. Das wollen wir mal schauen, ob das auch wieder mit den K.O.s hinhaut. Denn der Ali Kidin, der nicht so unterschätzt. Hey. Er ist durchgeschüttelt worden, der Kidin. Die Rechte da von Laruet, Körpertreffer. Das muss er aufpassen. Oh, das hat man richtig gesehen, wie es vom linken Ohrläppchen bis zum rechten kleinen Zeh da durch den Körper durchging bei Kidin. Aufwärtshaken. Hinter jedem Schlag von diesem Laruet ist eine enorme Gewalt. So, jetzt hat er noch rings rein. Und da darf er nicht stehen bleiben. Ich meine, der ist ein Kämpfer vor dem Herrn, der Kidin, aber der ist jetzt schon in Riesenproblemen und der Laruet, der kennt er ja kein Vertun. Oh, schon wieder die Rechte. Er taumelt da vor Laruet hin und her. Nochmal die Rechte aufwärtshaken. Also, dass der in der ersten Runde hier schon einsteckt, ist ein Wahnsinn. Nochmal aufwärts haken. So ein rechtes Ding da von Laruet. Kann man auch darauf verzichten, sag ich mal. Sekunden. Der zieht jeden Schlag voll durch. Bums, wieder die rechte. Linke aufwärts haken. Stark getroffen, aufwärts haken. Aber erstaunlich, was der Kidin da in der ersten Runde absorbiert. Da wackelt er wieder. Und die linke. Und er wackelt. Und da kommt das Hand hoch. Jawohl. Vollkommen zurecht. Kidin wird sich ärgern, aber er ist ja wirklich nach allen Regeln der Kunst vermöbelt worden. Sein Trainer ist ja stocksauer auf ihn, weil nichts geklappt hat, was sie sich vorgenommen haben. Aber der hat halt auch einen Dampfhammer, der durchschlägt da die Deckung, wie er es braucht, der José Angel Laruet. Ja, was wollen wir noch dazu sagen? Das ist wirklich einer, auf den die Weltklasse da mal aufpassen muss. Meine Damen und Herren, willkommen zur Urteilsverkündung. Sieger durch technischen Knockout in der ersten Runde nach 2 Minuten und 40 Sekunden und damit nach wie vor ungeschlagen undefeated. José La Pantera!